Die vierjährige Lisa beißt ihre kleine Schwester, weil sie ihren Turm hingemacht hat, den sie mühevoll aufgebaut hat. Die Mama sagt: Lisa, mir dir nicht beißen, was fällt da rein? Das mag ich nicht. Neue Szene. Die Sarah, 3 Jahre, fällt hin und weint. Der Papi geht hin: Kim, Sarah, das ist nicht so schlimm, hör auf zu weinen. Das sind Beispiele, wie Erwachsene oft auf die Gefühle der Kinder reagieren. Auf die Wut, auf den Zorn, aber auch auf die Traurigkeit, den Frust, die Einsamkeit oder auf Erschrecken. Oft überfordern uns die heftigen Gefühle der Kinder und wir reagieren dann oft mit Schimpfen, mit Kritisieren, wir wollen, dass sie aufhören oder wir bagatellisieren oder machen ihn sogar oft einmal lächerlich. Das Problem ist, dass mit der Kritik, mit dem Verharmlosen, mit dem Bagatellisieren die Kinder nicht lernen, dass es in Ordnung ist, wie sie sein. Und vor allem lernen sie nicht, wie sie ihre Gefühle regulieren können selber, wie sie mit den Gefühlen umgehen können. Die Botschaft der Unkind, auch wenn sich das niemand wünscht, ist: Du bist falsch, so wie du fühlst, und ich mag's nicht so. Die Frage ist, wie können wir anders mit den heftigen Gefühlen der Kinder umgehen, sodass es in die Kinder dann auch besser geht. Und da ins. Es ist eigentlich ganz einfach. Kinder brauchen für ihre heftigen Gefühle einfühlsame Begleitung. Sie brauchen Menschen, die eigentlich etwas tun, was gar nicht so schwierig ist. Und zwar wahrnehmen, was ist jetzt gerade, wahrnehmen, was für ein Gefühl hat das Kind. Als zweites das ernst nehmen, den Kindern Worten geben für ihre Gefühle und im Idealfall sich nur dafür zu interessieren, wo kämen die Gefühle her. Oder im Fall von der Lisa, wo die Schwester in den Turm haut und die Lisa beißt, kann man nur einfach sagen: Hey Lisa, das ist sicher ganz ärgerlich für dich, wenn deine Schwester deinen Turm umhaut. Ich mag aber nicht, dass du beißt. Komm her, ich zeig dir, wie du dich vor deiner Schwester schützen kannst. Aber auch wenn ein Kind hinfällt und erschreckt, wenn wir hingehen und ihm Worte für seinen Schrecken geben und sagen: Hey Sarah, du bist jetzt richtig erschrocken, das hat sicher wehgetan, komm mal her. Und dann nimm es an meine Schulter und lass die Sarah weinen. Aber nicht, damit sie aufhört zu weinen, sondern damit sie weinen kann. Damit sie durch unseren Trost lernt, sich selber wieder zu beruhigen. Ihre Familienagentur. Autonome Provinz Bozen-Südtirol.